freue mich auf das Kinofest, weil ich seit über 2 Wochen an dem Vorverkauf teilnehme. Es reicht. Es kann jetzt ruhig endlich losgehen. Es ist mein 7. Kinofest. Und es ist immer aufregend und spannend. Und lustig auch. Aufgaben für mich hier während des Kinofestes sind, ein Auge drauf zu haben, ob es irgendwelche technischen Ausfälle gibt. Sprich, ist es zu warm in einem Saal geworden, dann muss ich ganz schnell rauf zur Klimalüftungszentrale, um das nachzuregeln. Ist irgendwo Strom ausgefallen, muss ich ganz schnell gucken, dass die Heizgeräte für den Caterer wieder ans Laufen kommen. Und so gibt es zahlreiche Jobs, die hier zu machen sind. Ich muss quasi überall sein, sehr unauffällig arbeiten. Die Kinofestzeit ist für mich was ganz, ganz Besonderes, weil einmal der Adrenalinspiegel steigt ohne Ende, und zwar kontinuierlich von Januar an bis zum November. Dann ist es eine Zeit, wo sich das einlöst, was man sich an Gedanken gemacht hat für das ganze Jahr. Und wenn man sieht, wie das dann Wirklichkeit wird, was man so in seiner Fantasie gesponnen hat, das ist einfach fantastisch. Viele wunderbare Menschen kommen, die man lange nicht gesehen hat oder die man das erste Mal sieht. Viele tolle Gäste, viele tolle Filme, und das krönt so das Jahr, das Jahresende nochmal, gibt ihm nochmal eine richtig goldene Krone. Das Kinofest für Lünen bedeutet einfach, dass es interessanter wird. Weil viel Besuch von außerhalb, der Bekanntheitsgrad wächst, positiv, sehr positiv. Ich denke mal, dass es für die Stadt ganz gut ist, dass da immer mehr junge Leute dann vielleicht hinkommen, hoffe ich zumindest. Das Kino ist eher ein Profit fürs Kino, das halt mehr Einnahmen hat durch dieses Kinofest. Ja, weil halt mehr Leute kommen. Weiß ich nicht, Spaß vielleicht? Abwechslung, keine Ahnung, Leute treffen, Informationen austauschen, keine Ahnung. Ich hoffe, dass viele Leute kommen da hin.